Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, siehe, da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden solle. Sie antworteten ihm: In Bethlehem in Judäa, und so steht es geschrieben bei den Propheten: Du Bethlehem im Gebiet von Juda bist keineswegs die unbedeutendste unter den führenden Städten von Juda. Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel. Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte: Geht und forscht sorgfältig nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe, um ihm zu huldigen. Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg, und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Lieber Mitbruder, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, steh auf, werde Licht, Jerusalem, denn es kommt dein Licht und die Herrlichkeit des Herrn geht strahlend auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völker. Meine Lieben, das ist wirklich so. Wie viel Dunkelheit ist in dieser Welt ohne Christus? Wie viel Dunkelheit ist in jedem Menschen, wenn Christus nicht in ihm wohnt, wenn er nicht kommt für die Völker, für jeden Einzelnen, denn er ist das Licht. Und sobald er nicht in ein Herz hineinkommt, ist dieses Herz voller Finsternis und bringt die Finsternis, jene Früchte der Finsternis hervor.
Wir sind aber berufen, meine Lieben, und das zeigen uns die heiligen drei Könige heute, die von ferne gekommen sind, das Licht anzubeten, den König aller Könige und den Herrn aller Herren anzubeten. Ihn, und der Auftrag ist: auf, steh auf, werde Licht, Jerusalem. Geh von deinem Dasein der Finsternis weg. Jetzt kommt der, der das Licht ist, das ewige Wort des Vaters spricht. Und das wissen die heiligen drei Könige und kommen von ferne her, unternehmen alles, lassen alles zurück. Das ist gerade so eine Gebrauchsanweisung für uns Christen. Was sollten wir unternehmen, um ihn anzubeten? Die sind vielleicht Monate unterwegs. Aus der Tradition wahrscheinlich, aus Salomo, aus Saba und Seba kommen sie mit Dromedaren, mit Kamelen, um ihn anzubeten. Ja, Saba und Seba war genau der Ort, wo die Königin von Saba und Seba bei Salomo war und eine Tradition da war und sie an den Sternen sahen, an dem Königstern, das weiß man auch, hat man erforscht, dass der Königstern begann zu wandern zum Stern von Juda. Deswegen kommen auch die heiligen drei Könige wohin? Nicht nach Bethlehem, weil sie noch nicht die ganzen Schriften wussten. Sie gehen in die Hauptstadt von Israel, nach Jerusalem und fragen natürlich den Herodes: Wo ist der neugeborene König der Juden? Sei sicher, gibt es kein Zweifel für sie, weil der Königstern zu der Zeit, das weiß man aus den Nachforschungen, ist gewandert zum Stern von Juda. Und sie wussten, jetzt wird dieser König geboren, wo schon angekündigt war, auch durch Salomo, durch die Weisheitstexte, dass er geboren werden wird, der Messias. Und sie gehen, lassen alles. Stehen und liegen in den Gefahren dieser Zeit, von Räubern vielleicht umgeben, wenn da ein Tross von Königen daherkommt und mit viel anderen Kamelen und Dienern dazu, dass sie beschützt werden. Sie gehen. Wie viele gehen heute in die Kirche? Hätten eigentlich gerade um die Ecke vielleicht ein paar Meter und gehen nicht. Und der Herr ist da im Tabernakel. Gehen wir hin, um ihn anzubeten? Schaut, was die tun. Die lassen sich was kosten. Die lassen alles liegen, um ihn anzubeten. So ist im Grunde bei diesen Heiden, meine Lieben, mehr Glaube, mehr Hingabe, mehr Liebe, mehr Sehnsucht wie beim eigenen Volk. Das eigene Volk erschrickt, der König Herodes und samt dem ganzen Volk. Jene sollten die Profis sein. Haben wir das heute nicht genauso? Sind wir in Deutschland nicht heidnisch geworden? Würden wir nicht erschrecken, wenn er kommt? Und andere Völker in Afrika oder in anderen Ländern, die frisch den Glauben angenommen haben, die brennen noch. Die sind voller Sehnsucht, die sind voller Hingabe. Wir sind müde geworden, ist alles langweilig geworden. So wie das Volk in Israel, genau das Gleiche. Sie erschrecken. Oh je! Herodes, der Idumäer, der Nachkomme Esaus ist, der im Grunde herrscht über Jakob, der sagt: Ja, wo denn? Und er holt alle Schriftgelehrten her und prüft wirklich nach, weil er ein verschlagener Mann ist, einer, der ein Despot ist und ein Tyrann. Wo ist er geboren? Er mag keinen neben sich. Und er lässt es nachforschen und tatsächlich, es heißt in den Schriften, meine Lieben: Du, Bethlehem, bist keineswegs die unbedeutendste unter den führenden Städten von Juda, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes
Israel. Da ist ein Aufruhr in Jerusalem, stell dich mal vor. Da kommt ein Tross an aus dem Osten mit den Kleidern, wo sie sehen, wo sie herkommen. Und sie gehen nicht mit. Und sie wissen genau, wo er geboren wird. Sie gehen nicht mit. Ein Unglaube. Ein Unglaube. Wisst ihr, wir wissen ganz genau aus den Schriften, dass er hier wohnt im Tabernakel. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Man geht heute nicht mehr. Man kommt nicht mehr. Das ist ein totaler Unglaube. Genau das Gleiche wie im auserwählten Volk. Ihr müsst euch das vorstellen. Genauso kann es jedem Volk, Polen, Italien, Schweiz, egal wer. Ist es nicht so? Haben wir es nicht? Sie gehen nicht mehr. Und die gehen, die Heiden, die Magier aus dem Osten, die heiligen drei Könige, wie wir sie nennen, die gehen, weil sie glauben, weil sie genau das haben innen drin, der Glaube. Der Berge versetzt, der alles tut, um nur zu ihm zu kommen. Das ist eine wahre Gebrauchsanweisung. So müssten wir wieder brennen hier in Europa und nicht alles zerpflücken, alle Worte. Die glauben, die gehen hin, die lassen sich's vorsagen. In Bethlehem wird er geboren, im Brothaus, im Fleischhaus auf Arabisch und in Hebräisch Brothaus, das Brot des ewigen Vaters, das herabkommt, das Brot vom Himmel herab, in Bethlehem. Sie gehen und glauben. Merkwürdigkeiten über Merkwürdigkeiten. Worum gehen jene Völker, die zuerst den Glauben bekommen haben, nicht mehr? Was ist mit ihnen geschehen? An was glauben sie? An was glauben wir? Dass die Jungen einfach wegbrechen und die Familien nicht mehr gehen und im Grunde den Medien mehr glauben wie der Kirche, wie Gott selbst, wie dem, der in diese Welt gekommen ist. Das ist der Wille des Vaters, dass ihr an den glaubt, den der Vater gesandt hat. Und wir tun es nicht mehr. Wie das israelitische Volk haben so lange die Tradition gehabt und die ganzen Schriften, Profis müssen sie sein. Und sie glauben nicht mehr. Merkwürdig, merkwürdig, aber es wiederholt sich in der Geschichte immer und immer wieder. Aber wir lernen, meine Lieben, die wir hier sind, genau so eine Sehnsucht, so eine Liebe, eine Hingabe. Und du lässt dir es was kosten, zu ihm zu kommen. Du stehst auf heute Morgen um 7 Uhr, 6 Uhr wahrscheinlich, 6.15 Uhr, stehst du auf und kommst hierher, weil du den anbeten willst, der König der Könige ist und der Herr der Herren ist. Und sie werden von großer Freude erfüllt, die anderen mit Schrecken. Wenn er kommt, da kommt der Schrecken. Oh, ich habe nicht danach gelebt. Ich habe keine Gebote erfüllt. Ich habe nicht das Wort Gottes gelesen. Ich weiß nichts mehr. Die wissen es. Eine Aussage aus der Schrift. Sie glauben. Was ist das für ein Glauben, meine Lieben? Und die gehen und die finden ihn. Und der Stern führt sie hin zu diesem Haus. Meine Lieben, geschieht das auch mit uns? Geschieht das auch mit uns? Sind die naiv? Haben die jetzt nicht eine Kritikveranstaltung der Heiligen Schrift hinter sich, wo sie alles zerpflücken und sagen, ach, das kannst du nicht so ernst nehmen. Das haben ja Menschen gemacht. Die gehen. Heute hören wir es. Kannst du nicht mehr glauben, was in der Heiligen Schrift steht? Da gehst du leer aus. Du wirst Gott nicht finden. Moderne Theologen, moderne Exegeten, sie zerpflücken alles, dass du nicht mehr glaubst. Deswegen glauben wir nicht mehr. Die hören es und glauben es, weil sie wissen, Gott hat das ganze Universum unter sich und diese Sterne bewegen sich nicht nur gerade so, sondern hier gibt Gott ein Zeichen, ein Semeion, ein Zeichen und dem folgen wir.
Das macht eine moderne Theologie, die alles zerpflückt, die alles kaputt macht und zerstört. Meine Lieben, deswegen kommen sie nicht mehr und beten nicht mehr an. Genauso wie es in Israel war. Sie haben die Schriften gehabt und haben doch nichts mehr geglaubt. Genau das Gleiche in der heutigen Zeit. Seht ihr? Aber das Schöne ist, dass wir rausschürfen, dass die gehen. Und wie die glauben, das ist echt eine Inspiration für uns. Das ist der Prototyp für den Christen, der etwas unternimmt und der sich nicht von diesem ganzen Geklüngel der Theologie, die alles demontieren, in Unruhe bringt, sondern sie gehen erst recht. Wie könnte Gott uns belügen mit seinem Wort? Alles ist eingetroffen, ganz genau. Und sie freuen sich. Und sie sehen den Stern und finden das Haus. Und sie gehen mit großer Freude hinein. Das ist das Schöne. Wenn wir das tun, werden wir in unserem Herzen so eine große Freude haben. Wie nur was, die nur du von Gott bekommst. Und wenn du ihn findest, deinen Gott, wirst du nur eins tun. Niederfallen. Und hier steht im Griechischen eine Prostratio und dann im Lateinischen Prostratio. Stellt euch vor, die gehen ganz flach, wie wir bei Karfreitag, wir Priester auf dem Boden liegen, bei der Priesterweihe, die Schwestern auch bei der ewigen Profess. Ganz und gar, er ist es. Er ist der König der Könige, der Herr aller Herren. Ihn kennenzulernen, wo sie wissen, Gott wird Mensch. Es ist nicht nur ein König, wie der Herodes, der erschrickt, sondern es ist der König. Es ist Gott. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Deswegen heißt es, er ist der König der Könige und der Herr aller Herren. Und da gehst du auf den Boden. Beugen wir noch das Knie? Oh, das haben wir ganz schön gemacht in der früheren Zeit, alle bei der Kommunion. Wir beugen das Knie. Ja, wir machen nicht mal eine Prostratio, wir müssen ihn empfangen. Aber wir beugen das Knie vor dem König aller Könige und dem Herrn aller Herren. Wisst ihr, nur eines, Gold für den König, Weihrauch für die Anbetung, das gebührt Gott. Das dürfen wir geben. Die Gebrauchsanweisung, all die Vision, die wir als Christen haben, das soll geschehen. Das Beste für Gott, Gold für den König, Weihrauch in der Anbetung. Und deine Leiden, die du hast, denn wir sind in der Kreuzesnachfolge wie er, ist Myrrhe. Schenk ihm alles. Sie schenken es. Und sind durch diese Zeichen schon in jener Tradition und vor allen Dingen in dem Vorausschauen, was dieser kleine Jesus, den wir sehen in der Krippe, tun wird, uns erlösen. Wisst ihr? Und dann wirst du beschützt. Da kommen die Engel. Dann läufst du nicht in schlimme Verhältnisse, da wirst du nicht getäuscht, sondern ein Engel kommt und weist ihnen im Traum, geht weg, dieser Herodes meint es nicht echt. Geht auf einem anderen Weg nach Hause in euer Land. Wie schön werden wir dann geführt von Gott. Da kann die böse Macht in der Welt, die Eifersucht, dieser Tyrann, dieser Despot, der Herodes, noch da sein. Und die Welt, die gegen Christus hergeht und die sich verbündet gegen den Gesalbten, gegen Gott und seinen Gesalbten. Es geschieht nichts. Sie sind letztlich noch Erfüller des Gesetzes. Das kleine Jesuskind muss fliehen mit Josef und Maria nach Ägypten. Und die Schrift erfüllt sich. Ich werde meinen Sohn rufen aus Ägypten. Alle sind dann noch Mitarbeiter, die draußen sind in der Welt. Auch die gegen ihn gehen. Er behält alle Zügel in der Hand, unser Gott. Bei welcher Gruppe sind wir? Das sind zwei Gruppen, versteht ihr? Der König und die Pharisäer, Schriftgelehrten, das ganze Volk. Und diese heiligen drei Könige. Bist du gekommen, um ihn anzubeten? Amen.